Katertag nach der Selbstbestimmungsinitiative, später mehr in dieser Sendung. Und ja, das Karussell mit den Regierungsratskandidaten scheint mehr oder weniger besetzt zu sein. Eine Kandidatin, sieben Kandidaten. Herzlich willkommen, geschätzte Damen und Herren. Neben seinem eigenen Wahlkampf haben auch um ihn herum Nominationen für die Kantonsratskandidaten stattgefunden. Gastreferent war in allen sechs Wahlkreisen. Heute Gast bei uns, bei SVP Luzern TV. Herzlich willkommen, Regierungsrat Paul Winiker. Guten Abend. Überall bist du unterwegs, ich habe es gesagt. Und das nicht nur als Zuschauer, sondern als Redner, als Götti, als Motivator von zahlreichen Kandidatinnen und Kandidaten. Und jetzt sogar als Kursleiter bei der Kandidatenschule. Wie machst du das bloß? Du hast auch irgendwo noch einen Job als Regierungsrat im Kanton Luzern. Ja, selbstverständlich. Und wir haben aber nur alle vier Jahre Wahlen. Und als ehemaliger Wahlkampfleiter kann ich mich noch nicht zurückhalten und einen Beitrag leisten. Und das Wichtigste, was ich denke, was ich beitragen kann, ist, die Kandidatinnen und Kandidaten ein bisschen zu motivieren und ein bisschen anzuspornen und ein bisschen Erfahrungen austauschen und vielleicht auch ein bisschen zu warnen vor überzogenen Erwartungen. Weil es können nicht alle gewählt werden, aber alle müssen einen Beitrag leisten, damit die Liste 2 SVP wird Erfolg haben. Eben, du warst ja unterwegs jetzt schon ein Zeit mit den Kantonsratskandidaten. Du hast mitbekommen, wie sie sich vorgestellt haben. Du hast mitbekommen, wie sie jetzt am letzten Samstag die Schulbank gedruckt haben. Dein erster Eindruck, deine Meinung? Ja, also ich habe wahnsinnig Freude. Wir haben eine Bandbreite Stadt und Land. Wir haben junge, ganz junge. Wir haben aus allen Alterskategorien. Wir haben wirklich, muss sagen, also sehr, sehr Freude an unseren Kandidatinnen und Kandidaten. Aber vor allem haben wir noch die junge SVP-Liste. Ja, also da habe ich natürlich eine riesige Freude gehabt, dass im Wahlkreis Entenbuch eine ganze Liste mit jungen, wirklich und sehr aufgestellten Jungen, das macht Freude. Und so ziehen wir natürlich gerne in den Wahlkampf. Und wie sieht es aus bei den Regierungsratswahlen? Hat es da irgendwelche personelle Überraschungen gegeben bei dir? Ja, nein. Wir sind natürlich gespannt darauf gewesen, wer die SP nominiert. Sie sagen immer, es hey, zu wenig Frauen in der Regierung. Sie haben jetzt Jürg Meier nominiert. Also sie kämpft für die Frauenquote, die SP, aber einfach bei den anderen. Und damit ist jetzt das Karussell ist besetzt. Und jetzt kommt es darauf an, wer gewählt wird. Ich gehe davon aus, dass die Liberalen mit dem Fabian Peter eine gute, solide Kandidatur haben und dass die bisherigen hoffentlich wiedergewählt werden. Aber für das müssen wir ja die Wahlen abwarten. Genau. Wir kommen jetzt zurück zum letzten Sonntag. Die Abstimmung vom 25. November ist vorbei. Die Selbstbestimmungsinitiative hat ein Klatschen eingefangen, das ist, glaube ich, unbestritten. Nur der grösste Optimist sagt jetzt, wir müssen nur noch 67% überzeugen. Ich frage dich aber einfach, ist es so einfach? Kann man jetzt einfach sagen, die SVP ist da der Verlierer auf dieser Strecke? Oder gibt es da irgendwie noch nachhaltige Themen, die wir besprechen müssen? Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass eine Initiative mit einem relativ abstrakter Gehalt, oder? Schwierig ist es zu vermitteln. Weil er zündet nicht emotional aus dem Bauch raus. Eine Selbstbestimmungsinitiative aus dem Bauch raus ist irgendwie nicht so vertretbar. Oder? Wenn es ein emotionales Thema ist, beispielsweise Rechtsübernahme, ganz konkrete Rechtsübernahme von EU-Recht, das kann man bekämpfen, konkret. Da kann man sagen, was das Auswirkungen hat für unser Leben hier. Aber die Selbstbestimmungsinitiative war doch relativ abstrakt gewesen. Und wegen dem ist es selbstkritisch, muss man sagen, ist es uns jetzt nicht gelungen, gross außerhalb von unserer eigenen Partei die Leute zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt das noch ins Detail wieder zu dieser Selbstbestimmung, aber ich finde eben, es war eben gerade eine einfache Abstimmung gewesen. Es war eine emotionale Abstimmung gewesen. Der Bürger hat einfach können sagen, wollte ich das letzte Wort haben? Ja oder nein? Komplizitiert hat es eigentlich den Gegner? Ja, nein, es ist doch nicht so ganz einfach, weil eine konkrete Auswirkung hätte man nicht sagen können. Es ist nicht
Man hätte nicht sagen, wenn du hier Ja stimmst, hat es die und die konkrete positive Auswirkung. Gegner haben konkrete Schadensbilder. Quasi so ein bisschen Schreckensszenario. Sie sagen, ja, da werden die ganzen 600 Verträge. Da werden 600, da werden das Exportland die Schweiz wird ruiniert mit diesen Verträgen. Ja. Also, sie haben konkretes Schadenbild angerichtet und das hat die Leute verunsichert. Und wegen dem haben wir nicht konkret das positive Bild, warum dass man muss ja stimmen, haben wir nicht können überbringen. Schauen wir in Zukunft weiter. Die Abstimmungen werden folgen. Die Begrenzungsinitiative ist eine davon. Dann folgt wahrscheinlich der UNO-Migrationspakt-Vertrag, wo man jetzt ein bisschen rausgeschoben hat wegen der Abstimmung. Die Diskussion über den Rahmenvertrag steht vor der Tür. Man muss ja wohl kein Hellseher sein, um erahnen, dass eigentlich die SVP es nach wie vor schwer wird haben in Sachen Europa-Fragen. Ich frage dich, wie nahe stehen wir eigentlich an einem EU-Beitritt? Ja, man kann es tatsächlich ein bisschen argwöhnen, dass man mit einem allfälligen Rahmenvertrag de facto eigentlich Passivmitglied sind von der EU. Wir werden das Recht müssen übernehmen, aber dürfen nichts dazu sagen. Also, es ist zu befürchten, dass wir mit so einer Rahmenvereinbarung schlechter da sind als sogar ein EU-Mitglied. Und eine automatische Rechtsübernahme, sogenannte dynamische Rechtsübernahme von europäischem Recht, ohne dass wir etwas dazu sagen können, ist für einen souveränen Staat unwürdig. Und irgendwann wird es, das ist jetzt meine Prognose, wird es fast zum Überlaufen kommen, wo dann die Schweizer sagen, jetzt ist genug. Bis jetzt tut man sehr stark lavieren. Man sagt, ja, wirtschaftlich hat das auch noch Vorteile und die Wirtschaft braucht das und so weiter. Selbstverständlich brauche ich mehr gute Rahmenbedingungen im Verkehr mit Europa. Wir sind die Export-Champions, noch mehr als die Deutschen. Also wir brauchen offene Märkte, wir brauchen Freihandel und wir müssen uns aber können abgrenzen vor fremdem Recht. Und dort müssen wir souverän und eigenständig bleiben. Und das ist die Kunst von der Politik, das zunehmend mehrheitsfähig zu machen und zu schauen, dass nicht unter einem kurzfristigen wirtschaftlichen Druck wir einfach zu viel Preis geben. Und auch auf Augenhöhe politisieren, wahrscheinlich mit Europa? Selbstverständlich auf Augenhöhe. Wir sind ein souveräner Staat und wir wollen souverän auf Augenhöhe sagen, geben und nehmen. Und wir wollen eigentlich jede Klausel, die wir übernehmen oder nicht übernehmen, wenn wir können darüber bestimmen. Und dort ist es ganz, ganz wichtig, dass eben die direkte Demokratie, die für uns so wichtig ist, nicht ausgehebelt wird. Dass man sagt, ja, das ist internationales Recht, da kann man jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Also wir müssen aufpassen, dass man da nicht so eine Selbstschussanlage installiert, eben im Sinn von so einer befürchteten Rahmenvereinbarung. Wir kommen auf Luzern. In unserem Kanton dreht das Steuerfuss-Karussell munter weiter. Steuerfuss auf, Steuerfuss ab, Unternehmenssteuer ständig in den Diskussionen. Aktuell der Steuerdeal zwischen den Gemeinden und dem Kanton. Der Kanton ein Zettel auf, die Gemeinden ein Zettel ab. Und jetzt in der Luzerner Zeitung der grosse Titel: Kampf gegen höhere Steuern. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht die SVP der Absender, sondern da ist jetzt der Gewerbeverband der Absender. Ich frage dich, Paul, in den nächsten 4 Jahren gibt es da mal irgendwann Ruhe in den Luzerner Finanzen oder findet die SVP jetzt vielleicht mit dem Gewerbeverband einen Verbündeten, wenn es um Steuern geht? Also zuerst müssen wir mal eine Klarheit schaffen mit der Steuervorlage vom Bund. Oder? Da geht es ja um die Steuerregime mit Holdinggesellschaften, mit Domizilgesellschaften. Dort sind wir auch international unter einem bestimmten Zwang. Dort hat eigentlich auch das Parlament gesagt, wir wollen die sogenannten Spezialgesellschaften, die Domizil- und Holdinggesellschaften, die Privilegien abschaffen. Mhm. Wenn das Bundesgesetz durchkommt, das wird am 5. Mai wird da entschieden, dann müssen wir unser Steuergesetz anpassen. Und das heisst, wir müssen das anpassen. Wir müssen die Holdinggesellschaften und die Domizilgesellschaften quasi abschaffen. Das hat mit der Unternehmenssteuerreform eigentlich noch zu tun, oder? Das hat mit der Unternehmenssteuerreform vom Bund zu tun, genau. Oder? Und das führt dazu, dass gewisse
Gesellschaften, vor allem sogenannte schwere Beteiligungsgesellschaften, in Luzern nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das heisst, in erster Linie müssen wir denen Kapitalsteuern senken, wenn das kommt. Und begleitend zu dem ist dann die Regierung gekommen, dass wir, um die Ausfälle zu kompensieren, die man könnte mit dem haben, dass man mit der Vermögenssteuer leicht aufgeht. Und dann ist noch der Vorschlag gekommen, weil wir ja noch ein strukturelles Defizit haben, die Unternehmenssteuern von 1,5 auf 1,6 zu erhöhen. Das ist eine politische Diskussion. Also wir müssen unterscheiden, in dieser Steuerdiskussion im nächsten Frühling gibt es den Bundesteil, sofern dann das Volk ja sagt. Zu ja, dieser, dort wird wahrscheinlich auch das Referendum noch kommen, denke ich jetzt mal an. Dort wird das Referendum voraussichtlich kommen. Da wird am 5. Mai darüber abgestimmt. Wenn das muss umgesetzt werden muss, dann haben wir keine Welle im nationalen Teil, aber wir können im kantonalen Teil, das was ich gesagt habe, Vermögenssteuer, Kapitalsteuer und Unternehmenssteuern, dort haben wir quasi freie Entscheidung, was wir machen. Und dort soll selbstverständlich eine politische Diskussion stattfinden. Ich habe das auch schon mit dem Gewerbeverband diskutiert. Da geht es natürlich darum, unsere gute Konkurrenzfähigkeit nicht zu verschlechtern. Weil wir sind ja jetzt das Nummer 1 in der Unternehmenssteuer, also Nummer 1 nach unten, nicht genau, nach oben. Ja. Und das ist, da haben wir jetzt, die Position haben wir jetzt über Jahre müssen verteidigen. Das hat uns auch etwas gekostet. Und wegen dem kann ich verstehen, dass wir diese gute Ausgangslage jetzt nicht verscherzen sollten. Also Gesprächsstoff ist wahrscheinlich in den nächsten 4 Jahren schon noch um, betreffend Finanzen. Wie sieht es sonst aus? Ich meine, deine Herausforderungen für die nächsten 4 Jahre in deinem Departement? Ja, wir wollen die gute Sicherheitslage im Kanton Luzern beibehalten. Wir haben eine gute Sicherheitslage. Es gibt aber auch noch Bedarf, vor allem im Investitionsbereich. Und ich habe immer wieder gesagt, in den nächsten 4 Jahren möchte ich unbedingt die 3 wichtigen Projekte, die eben relativ lang gehen. Investitionen dauern leider manchmal sehr, sehr lang. Also 6 bis 8 Jahre, bis wir ein Investitionsprojekt durchgebracht haben. Ich wollte unbedingt den Polizeistützpunkt in Rotenburg durchbringen. Politisch auch natürlich und finanziell. Ich möchte auch das Bevölkerungsschutzzentrum Sempach renovieren können. Und das Gefängnis Wauwiler Moos braucht eine Sanierung. Das sind so die Projekte auf der Investitionsseite. Und im Bereich von der Sicherheit möchte ich eine neue Sicherheitsstrategie, sind wir jetzt am Erarbeiten, für die nächsten 4 Jahre, zusammen mit unseren wichtigen Sicherheitspartnern, das ist die Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz und die Blaulichtorganisationen, dass wir das festigen und durchsetzen können. Dann erübrigt sich wahrscheinlich meine nächste Frage. Ich wollte fragen, ob da die SVP mit Familie Wineker Gelüste und Ambitionen hätte, irgendein anderes Departement überzunehmen und zu wechseln. Sie wird ja eins frei. Nein, überhaupt nicht. Ich denke, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir 2 Legislaturperioden in einem Bereich machen können. Da gibt es 8 Jahre. Weil ich verhehle nicht, dass man braucht 2-3 Jahre, um überhaupt in die Themen hineinzukommen, sich einzuarbeiten, Strategien zu entwickeln. Da sind wir jetzt im Bereich des Justizvollzugs, Gefängnisplätze, da habe ich jetzt eine klare Haltung und eine Meinung, die haben wir jetzt entwickelt. Und wenn da wieder eine neue kommt, fällt auch wieder auf Feld 0 an. Und da verliert man wieder sehr viel Know-how. Da bin ich der Meinung, dass es im Kanton Luzern und unseren Bürgerinnen und Bürgern am meisten bringt, wenn ich noch mal eine Staffel 4 Jahre im Bereich der Sicherheit darf mitschaffen. Macht Sinn. Mitten im Wahlkampf, dann die Luzerner Fasnacht. Also ganz unbekannt ist ja der Paul Wineker in dieser Szene auch nicht. Gibt es in dieser Zeit politische Pause? Oder hat so ein Regierungsrat bringt Fasnacht und Politik unter einen Hut? Die Fasnacht ist ein Teil der Kultur. Das ist der grösste Kulturanlass vom Kanton Luzern. Und in dem Sinn, an der Fasnacht steht auch die Politik nicht still. Ich habe immer Freude, wenn ich an einem Fasnachtswagen angezündet werde, zu Kriens am Umzug, das gehört dazu. Die Politik hat mindestens 2-3 Wege. Und ich habe mal einst als Witz gesagt, dass die wichtigste Aufgabe der Politiker sei, dafür zu sorgen, dass es genügend Fasnachtssujet gibt. Ja, ich glaube, vor 4 Jahren bist du krank an der Fasnacht.
Ist das möglich? Das ist richtig, ja. Soll ich mich daran erinnern. Ja, herzlichen Dank, Regierungsrat Paul Winiker, das war es für das Gespräch. Und natürlich wünsche ich dir viel Glück, viel Kraft und viel Energie beim Wahlkampf. Ich nehme an, wir werden vor dieser Kamera dann schon einmal uns treffen vor Ende März. 31. März ist der erste Wahlgang. Genau. Selbstverständlich, ja. Und Ihnen, liebe Damen und Herren, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es nächstes Mal heisst SVP Luzern TV. Danke.